So, in diesem Video geht es jetzt um die Aufgaben 2 und 3 des Arbeitsblattes. Du bekommst 25% von einer halben Pizza. Welcher Bruchteil ist das? Ich habe hier eine Prozentangabe und die Menge, die hier beschrieben wird, ist eine Pizza. Und hier geht es um eine halbe Pizza. Also die Einheit ist quasi Stück Pizza. Und die Prozentangabe ist 25%. Und ich habe 25% von einer halben Pizza. Also habe ich hier als Grundwert eine halbe Pizza. Ich sage einfach ein halb als Bruch geschrieben. Ein halb Stück könnte man auch schreiben. Aber Stückangaben lässt man normalerweise weg. P ist gegeben als Prozent und gesucht ist W, der Prozentwert. Und über den Ansatz muss ich ja dann rechnen. Ein halb. Das waren ja 25%. Also ein halb mal 25%. Und da kommt dann W raus. Das ist dann also ein halb mal 25%. Das könnte man auch gleich als ein Viertel schreiben. Das ist ja 0,25, ne, ist ein Viertel. Und dementsprechend ist das Ergebnis ein Achtel. Das heißt, wenn man 25% von einer halben Pizza bekommt, bekommt man ein Achtel Pizza. Nächste Aufgabe Nummer 3. Im Jahrhundertsommer besuchten 25.000 Personen das Freibad. Im Sommer des Jahres 2004 kamen dann noch 22.500. Hier muss man natürlich aufpassen, dass man diese Zahlen hier nicht reinbringt. Die haben mit der Rechnung absolut nichts zu tun. Letztendlich geht es nur darum, ich habe diese Zahl, ich habe diese Zahl. Um wie viel Prozent ist die Besucherzahl gesunken? So, was ist der Grundwert? Wenn ich sagen will, die Besucheranzahl ist gesunken, dann ist sie gesunken im Vergleich zu diesem Jahr, also von den 25.000 aus betrachtet. Und die Differenz ist dann eben, wie viele Besucher tatsächlich weniger sind. Und das ist dann der Prozentwert. Und das hier ist der Grundwert. Und ich soll den Prozentsatz berechnen. Also machen wir erstmal die kleine Nebenrechnung. 25.000. 25.000 minus 22.500 ist ja 2.500. Das ist also die Verringerung. Verringerung der Besucher. Der Grundwert, von was wir ausgehen, das sind diese 25.000 in dem Jahr 2003. Und P möchte ich gerne bestimmen. Und der Prozentwert sind die 2.500. Und jetzt machen wir trotzdem nochmal den Ansatz mit dem Pfeil. Mal P Prozent gibt 2.500. Das kann man rechnen. 2.500 geteilt durch 25.000 oder umgekehrt kann man sich überlegen, mit was muss ich das mal nehmen, um auf 2.500 zu kommen. Und auf jeden Fall ergibt das dann, das ist 0,1 oder ein Zehntel, ja, durch 10 teilen. Und das ist ja ein Zehnhundertstel, sind also 10%. Und damit habe ich also 10% Verringerung. Wir gucken gerade mal, ob das auch gesucht ist. Hier, um wie viel Prozent ist die Besucherzahl gesunken? Also das sind 10%.
Jetzt ein kleiner Hinweis, ich könnte das auch anders machen und könnte, ich mal eine andere Farbe vielleicht. Da. Ich könnte auch sagen, ich rechne hier weiter mit den 25.000 und nehme W gleich 22.500. Das Ergebnis, was dann sich daraus ergibt, das sind 90%. Das kann ich deshalb sagen, weil es bleiben ja quasi noch 90% der Besucher des Jahres, wo ich so viele Besucher hatte, übrig, weil es hat sich um 10% verringert. Ja, vom Rechnen ist es ein bisschen anders. Das geht hier vielleicht sogar einfacher. Beim Ergebnis muss man halt drauf gucken, wie die Aufgabenstellung ist. Und das heißt, um wie viel Prozent ist die Besucherzahl gesunken? Habe ich deshalb hier dieses genommen, denn um so viel ist die Besucheranzahl absolut gesunken und die entspricht einem Prozentanteil von 10%.